Es geht um den Kleingartenmörder Wilfried R. Und ich spreche eine Triggerwarnung aus. Es geht um Gewalt gegen Tiere. Millionen Deutsche haben einen Kleingarten. Für sie ist der Rückzugsort, es ist Entspannung und ein kleines bisschen Natur in einer Großstadt. Aber für eine Familie bedeutet ihr Kleingarten etwas ganz anderes. Hass, Terror und schließlich ihren Tod. Hans und Gisela K. arbeiten hart in ihrem Leben. Sie wohnen in einem beengten Mehrfamilienblock im niedersächsischen Gifhorn und sie haben 3 Söhne. Gisela arbeitet in einer Nähfabrik und seitdem sie Eltern geworden sind, ist sie Hausfrau und ihr Mann Hans arbeitet bei einem Automobilzulieferer und sie führen ein bescheidenes Leben. Mitte der 80er Jahre erfüllen sie sich dann den Traum von einem Rückzugsort außerhalb der Stadt. Sie mieten sich am Rande von Gifhorn einen Kleingarten, um ihre Freizeit im Grünen zu verbringen und sie sind fast jeden Tag in ihrem Garten. Gisela pflanzt Bohnen, Kartoffeln und Sellerie für den heimischen Kochtopf an und Hans hält einige Kaninchen und auch ihre Söhne verbringen dort oft ihre Zeit. Ihr Garten gehört zu einer Gartenanlage, die in privater Hand ist und die genau zwischen 2 Kleingartenvereinen liegt. Auf der einen Seite sind die Laubenpieper. Dort werden die Regeln des Kleingartenlebens nicht so streng gesehen. Also die Gärten sind ein bisschen wilder, die Zäune sind schief, die Brunnen sind selbst gegraben und die Lauben bestehen aus zusammengewürfelten Brettern. Und ganz anders sieht es in der Kleingartensparte aus, die direkt an das Grundstück von Hans und Gisela K. grenzt. Dort hat der Verein von der Steinriede sein Areal. Dort ist der Rasen getrimmt, die Hecken sind gestutzt und jedes Beet ist auf den Zentimeter vermessen. Und die Steinrieder geben gern damit an, schon zum 4. Mal den Titel für die schönste Kleingartenanlage in der Umgebung gewonnen zu haben. Und zwischen diesen beiden Welten liegen die 4 Gärten des Privatbesitzers. Und einer davon gehört Hans und Gisela K. Ihr direkter Nachbar ist der Besitzer Wilfried R. Schon früh wird die Familie K. von den umliegenden Gartenbesitzern vor Wilfried R. gewarnt und ihnen wird geraten, ihn besser zu ignorieren. Er legt sich mit jedem an, er achtet pedantisch auf jede Kleinigkeit, die vor sich geht und er wird aufbrausend. Aber Hans und Gisela K. machen sich zunächst nichts draus. Schließlich kennt jeder das Klischee des peniblen Kleingartenbesitzers. Aber Wilfried R. ist keiner von diesen Menschen. Er ist von Hass getrieben und er macht sich den aufkommenden Nachbarschaftsstreit zur Lebensaufgabe. Und dafür geht er sogar über Leichen. Als die Polizei die Vergangenheit von Wilfried ermittelt, fällt ihnen eine Aussage immer wieder auf, denn zahlreiche Menschen, die ihn kannten, sprechen davon, dass er 2 Gesichter habe. Auf der einen Seite kann er zuvorkommend und höflich sein, er sei ein liebevoller Ehemann, ein guter Vater und ein aufopferungsvoller Großvater. Aber es gibt eine zweite Seite. Eine Seite, die von irrationalem Hass getrieben ist und seine Bekannte nennen sie den Garten Wilfried. 1942, mitten im Krieg, wird Wilfried R. geboren und wächst in einer rauen Nachkriegszeit auf. Seine Kindheit ist von Gewalt geprägt. Sein Vater ist gerade aus dem Krieg zurück und als er seine Aggression an Wilfried, seinem Bruder und seiner Mutter auslässt und seine Mutter begeht nach Jahren der Gewalt und des Missbrauchs Suizid. Sein Bruder wird alkoholkrank und stirbt mit nur 41 Jahren. Nach der Schule will er eine Ausbildung als Bäcker und Konditor machen, aber die bricht er ab, da er sich nichts von seinem Vorgesetzten sagen lassen will. Und er beginnt bei Volkswagen am Montageband zu arbeiten. Die Kollegen schätzen ihn und eigentlich macht ihm seine Arbeit auch Spaß. Aber eins scheint Wilfried R. sein Leben lang zu beschäftigen. Er hat nichts zu sagen. Für ihn ist alles in seinem Leben nie genug. Er selbst nennt es später eine Kette von Enttäuschung. Wilfried führt ein unauffälliges Leben, das trotzdem für die meisten Menschen, die er kennt, glücklich wirkt. Und er heiratet. Und er bekommt mit seiner Frau eine Tochter und einen Sohn. Und zusammen lebt die Familie mehr als 30 Jahre in einer kleinen Wohnung in einem Mietsblock. Seine Nachbarn kriegen nicht viel mit von der Familie R.
Wilfried fällt jedenfalls auch nicht negativ auf. Ganz im Gegenteil, die Menschen aus dem Wohnblock berichten, wie er und seine Frau auch Jahrzehnte nach der Hochzeit wie ein frisch verliebtes Pärchen Hand in Hand zum Einkaufen gehen, wie ausgelassen Wilfried mit seinen Enkeln spielt und inwiefern seine Familie auch seine andere Seite kennenlernt, ist unklar. Sicher ist nur, dass er für diese Seite vor allem in der Kleingartensparte bekannt ist. Das spätere psychiatrische Gutachten attestiert Wilfried R. eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Er ist ein Mensch, der schnell schwarz sieht und Kontrolle, Recht und Ordnung in seinem Leben braucht. Wenn er das nicht hat, reifen in ihm Hass und Wut. Er wird cholerisch, aggressiv, er sieht nur noch das Schlechte im Menschen und er ist leicht zu kränken. Das ist eine Mischung, die ihn über die Jahre zu einem hochaggressiven Mann macht, der vor allem vor nichts zurückschreckt. Seit 1986 ist das 7000 Quadratmeter große Grundstück mit einigen Gartenparzellen im Besitz von Wilfried R. Und seit Jahrzehnten ist es im Besitz seiner Familie. Aber als Wilfrieds Vater es auf seinen Sohn überschreibt, soll er kein gutes Gefühl dabei gehabt haben. Bekannte der Familie sagen dazu, der hat immer gewusst, dass sein Sohn sich nicht in die Gemeinschaft einfügen kann. Und schon in den 1980er Jahren eckt Wilfried R. mit den anderen Mitgliedern der Kleingartenvereine um sein Grundstück an. Immer wieder legt er sich auch mit den Laubenpiepern und den Steinriedern wegen Unkraut, Rasenmähen und anderer Kleinigkeiten an. Und viele ignorieren ihn deshalb. Und auch Hans und Gisela K. merken schnell, welch unliebsamen Gartennachbarn sie haben. Trotzdem arrangieren sie sich mit ihm. 2001 geht Wilfried R. mit 50 in Frührente. Seine Frau vertraut einer Freundin an, dass der Grund dafür sei, weil er an Depressionen leide. Und die Ehe der beiden steht in den kommenden Jahren immer wieder vor dem Aus. Sie leben sich immer mehr auseinander und sie denken sogar über Trennung nach, weil Wilfried R. jede freie Minute im Garten verbringt. Es ist unbekannt, ob Wilfrieds Frau wusste, was dort im Garten vor sich geht. Nach der Festnahme ihres Mannes gibt sie keine Interviews und sie äußert sich nicht zu dem Terror, den Wilfried verbreitet hat. Der psychiatrische Gutachter sieht den Auslöser für seine Aggression und seinen Hass in Wilfrieds Frührente. 42 Jahre hatte die Arbeit sein Bedürfnis nach Kontrolle befriedigt und nun hat er nichts mehr, außer seinen Garten. Und in dieser Zeit bemerken die anderen in den Kleingartenanlagen, dass Wilfried immer unerträglicher wird. Er legt sich mit jedem an, er beschimpft die Menschen, ist aggressiv, cholerisch und zornig. Nichts und niemand ist vor seinem Hass sicher, der in ihm keimt und ihn wegen jeder Kleinigkeit zum Explodieren bringt. Mal ragt ein Ast auf dem Grundstück raus, mal werden die genauen Abmaße von Nutz- und Ziergarten nicht eingehalten und alles muss seine Ordnung haben, für die Wilfried R. sorgen will, koste es, was es wolle. Und obwohl er pedantisch auf die Gärten der anderen schaut, wuchert in seinem eigenen das Unkraut. Wenn ihn jemand darauf anspricht, rastet Wilfried aber nur noch mehr aus. Er legt sich mit jedem an, pöbelt rum und auch Kinder sind nicht vor ihm sicher. Und besonders seine direkten Nachbarn Hans und Gisela K. sowie Sahin N. haben unter dem Terror zu leiden, weil sie ihm nicht deutsch genug sind. Diese sind fast täglich den rassistischen Beschimpfungen von Wilfried ausgesetzt. Eine damalige Kleingärtnerin sagt später aus, dass vor allem dem zornigen, dass alle vor dem zornigen Mann Angst hatten. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Zwar werden auch die Menschen aus den Kleingartenvereinen Steinrieder und Laubenpieper angegangen, aber sein größter Hass richtet sich an seine eigenen Pächter. Und für die fühlt sich niemand zuständig. Sie gehören keinem Verein an und somit scheint sich niemand verantwortlich zu fühlen, was auf dem Grundstück von Wilfried R. vor sich geht. Jeder kriegt das mit, aber niemand schreitet ein. 2004 hat sich die Situation in der Kleingartenanlage dann nochmals verschlimmert. Wilfried wird immer jähzorniger und vom Hass getrieben tobt er durch die Kleingärten.
Im späteren Gutachten wird vermutet, dass sich die Situation noch weiter verschlimmert hatte wegen Wilfrieds Prostataerkrankung, aufgrund derer er dann seine Potenz verlor. Das ist mutmaßlich der Auslöser dafür, dass er sich noch weiter in seinem Selbstwertgefühl gekränkt fühlt und diese anderweitig kompensieren muss. Der Nachbarschaftskrieg wird zu seiner Lebensaufgabe und die gibt ihm immer wieder einen Sinn. Hier ist er nämlich nicht das kleine Licht, das er sonst immer bei der Arbeit vorher war. Hier ist er der Chef auf diesem großen Grundstück, der ständig Streit in der Kleingartenkolonie sucht. Und auch wenn sie ihm offiziell eigentlich gar nicht mehr das Grundstück gehört, da es bereits an seine Kinder übertragen hat, fühlt sich Wilfried persönlich zuständig für die Einhaltung von Ruhe, Sauberkeit und allen anderen gesetzlichen Vorschriften. Im Sommer 2004 sind dann die Fronten zwischen der Familie K. und Wilfried bereits verhärtet. Er verbietet Hans und Gisela, die Straße zu nutzen, da ihre Grundstücke voneinander trennt. Außerdem untersagt er Hans, die Kaninchen im Garten zu halten, aber den interessiert das nicht. Im Oktober 2004 wird er zum ersten Mal dann handgreiflich. Eine der Gartenbesitzerinnen pflückt mit der Erlaubnis ihres Nachbarn Brombeeren auf dessen Grundstück. Wilfried sieht das, rastet aus und stößt die Frau von dem Brombeerstrauch. Als ein anderer Gärtner ihn einen Tag später auf den Vorfall anspricht, verliert Wilfried erneut die Beherrschung und stößt den Mann in eine Hecke. Im Januar 2005 brennen 3 Gartenlauben auf dem Grundstück von Wilfried R. nieder. Eines davon gehört Hans und Gisela K., die nicht nur ihren Garten verlieren, sondern auch 30 Kaninchen, die im Brand qualvoll starben. Hans und Gisela sind überzeugt, dass ihr verhasster Nachbar dafür verantwortlich war. Und auch die Polizei geht von Brandstiftung aus, aber ein Täter kann nicht ermittelt werden. Die Familie K. mietet sich dann einen neuen Garten, nur wenige Meter von ihrem alten entfernt, aber die Distanz ist trotzdem kein Hindernis für Wilfrieds Zorn. Beim Aufbau des neuen Gartens packt Giselas und Hans Sohn Martin mit an. Er ist auch bei seinen Eltern im Garten und wird zusätzlich zu seinen Eltern das neue Hassobjekt von Wilfried R. Im Juni 2005 sieht er, wie Martin im Garten eines Nachbarn eine Schaukel aufbaut. Der Nachbar hat ihn darum gebeten, aber Wilfried ist sich sicher, dass Martin stehlen würde und beleidigt ihn über den Zaun. Und auch wenn Martin eigentlich ein ruhiger, junger Mann ist, dem er nicht so schnell irgendwas aus der Fassung bringt, reicht es ihm nun und er zeigt den Gartennachbarn an. Wilfried R. wird sogar verurteilt und muss eine Geldstrafe zahlen, aber all das hindert ihn nicht und bestärkt ihn nur noch mehr in seiner Wut und in seinen Hass gegen die Familie K. Immer wieder meldet Wilfried seinen Gartennachbarn wegen Falschparkens bei der Polizei. Einmal soll Wilfried dabei sogar jemanden geschlagen haben. Jemand soll Wilfried geschlagen haben und er will Anzeige erstatten, aber das Blut an seiner Lippe stellt sich als rote Farbe heraus. Als sein Nachbar gerade den Rasen mäht, attackiert Wilfried R. ihn und schlägt ihn in den Bauch und schreit, wenn du hier noch einmal Rasen mähst, schlage ich dir den Kopf ab. Und als Hans und Gisela zur Hilfe eilen, brüllt er ihnen entgegen, haltet euch raus, sonst schlage ich euch auch tot. Im Juli 2007 zersticht Wilfried die Reifen von Hans und Gisela, das Auto, und 2 Tage später steht die Laube von Wilfried in Brand. Und er beschuldigt seine Nachbarn, das getan zu haben, aber alle sind sich sicher, dass er selbst dahinter steckt. Einfach um den anderen etwas anzuhängen. Jeden Tag gibt es Streit. Einmal filmt Martin K. den Ausraster des Nachbarn und Wilfried R. brüllt dabei, wer sich mit mir anlegt, der legt sich mit dem Teufel an. Und wer sich mit dem Teufel anlegt, der muss durch die Hölle gehen. Der 22. September ist ein Tag wie der andere in einer Kleingartenanlage in Gifhorn. Und Martin hilft an diesem Abend seinen Eltern. Er unterhält sich gegen 19.30 Uhr noch mit einem Nachbarn und danach geht er mit seiner Schubkarre zum Grundstück von Hans und Gisela. Kurze Zeit später hört der Nachbar dumpfe Schläge, gefolgt von einem Hilfeschrei. Und als er und seine Frau nachsehen wollen, woher der Lärm kommt, ist es bereits wieder still.
Sie wissen nicht, welch entsetzliche Tat sich nur wenige Meter entfernt abspielte. Begann von einem Mann, der von Hass getrieben ist. An diesem Abend erzählt Wilfried R. seiner Frau, dass es in der Kleingartenanlage eine Auseinandersetzung mit Familie K. gab. Er hätte sie gehauen und sie seien umgefallen, aber ihnen sei nichts passiert. Danach setzt sich Wilfried vor den Fernseher, so als sei nichts passiert, und gegen 21 Uhr legt er sich schlafen wie jeden Tag. Auf die Frage im späteren Gerichtsprozess, wie er nach dieser Tat schlafen konnte, antwortet Wilfried R., warum sollte ich nicht schlafen können? Einen Tag später entdeckt ein Gartenbesitzer in einer Parkbucht auf dem Geländer drei leblose Körper. Er versucht, ihren Puls zu fühlen, aber sie sind bereits kalt. Sie sind so schlimm entstellt, dass er seine eigenen Nachbarn nicht erkennt. Es sind Hans, Gisela und Martin K. Um 16.20 Uhr geht der Notruf bei der Gifhorner Polizei ein und nur wenige Minuten später tummeln sich die Polizisten und Kamerateams in der Kleingartenanlage, einem Ort, an dem niemand einen so brutalen Mord erwarten würde. Für die Familie K. kommt jede Hilfe zu spät. Der 64-jährige Hans, die 59-jährige Gisela und ihr 33-jähriger Sohn Martin wurden bereits am Abend zuvor getötet. Jemand schlug sie so lange mit einem schweren Gegenstand, bis ihre Schädel zertrümmert waren. Die Polizei kann rekonstruieren, dass zuerst Martin getötet wurde. Seine Eltern rannten dann dem Täter regelrecht in die Arme. Und alle sind sich einig, dass es für diese entsetzlichen Morde nur einen Tatverdächtigen geben kann, nämlich Wilfried R. Noch am selben Abend versucht die Polizei, ihn in seiner Wohnung zu befragen, aber nur seine Ehefrau ist zu Hause, die ihn schwer belastet, und die Polizei von der Auseinandersetzung zwischen Wilfried und der Familie K. am Vorabend berichtet. Und ein Landwirt meldet sich schließlich bei der Polizei, der den 65-Jährigen entdeckt hat, wie er sich auf seinem Feld versteckt. Lange bestreitet Wilfried R. bei seinen Vernehmungen die Tat, bis er dann nach Stunden des Verhörens schließlich einknickt und gesteht. Er versuchte auch, betroffen zu klingen, aber auf die Polizei wirkt es viel mehr, als dass er gar nichts bereut. Er erzählt, was sich am 22. September 2008 abgespielt hat. Wilfried R. hätte an diesem Abend ein mulmiges Gefühl gehabt, weshalb er mit seinem 80 cm langen, 1,5 Kilo schweren Knüppel noch einmal in den Garten ging. Er versteckte sich im Gebüsch und hätte Martin K. auf frischer Tat ertappt, wie er Reisig auf sein Grundstück warf. Er wollte den jungen Mann konfrontieren, aber dieser hätte ihn geschlagen. Dann seien seine Eltern zu Hilfe geeilt, auf die er ebenfalls eingeschlagen hätte, um sich selbst zu wehren. Und er sei kein Mörder oder Totschläger, angeblich hätte er nur in Notwehr gehandelt. Aber weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft noch sein psychiatrischer Gutachter glauben ihm. Letzter erinnert sich auch daran, wie Wilfried R. ihm ohne Reue die Taten geschildert hat und seine Ausführung mit den Worten »Das war's dann, ein Abwasch« beendete. Und auch die Untersuchung am Tatort zeigt einen ganz anderen Tathergang, den die Polizei rekonstruieren kann. Als Wilfried R. Martin K. entdeckte, lief er ihm hinterher. Dieser ignorierte allerdings den Nachbarn, was ihn nur noch rasender machte. Er attackierte den 33-Jährigen von hinten und schlug mindestens 7 Mal auf ihn ein, der noch versuchte wegzulaufen. Und von den Hilferufen ihres Sohnes alarmiert, rannten Gisela und Hans aus ihrem Garten direkt in die Arme ihres Mörders. Er schleifte dann die drei Leichen in die kleine Parkbucht und warf die Mordwaffe in einen Fluss, seine blutverschmierte Kleidung und sorgte in einem Container vor seinem Wohnblock. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Wilfried R. aus Hass gehandelt habe. In ihm ist eine unbändige Wut und menschenverachtender Vernichtungswille, der ihn schließlich dann zu einem Dreifachmörder machte. Und auch das psychiatrische Gutachten attestiert, dass der 65-Jährige ein unberechenbarer Mann ist, der keinerlei Reue zeigt, ganz im Gegenteil. Er sagt während der psychiatrischen Untersuchung, dass er es jederzeit wieder tun würde. Die Staatsanwaltschaft fordert im Gerichtsprozess eine lebenslange Haftstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Wilfried R. hat nicht aus Notwehr gehandelt, er ist ein kaltblütiger, geplanter Mord an einer ganzen Familie.
Vor Gericht bleibt Wilfried R. seiner Geschichte dann treu. Er sei unschuldig. In seinem Schlusswort sagt er: Ich bin kein Mörder und Totschläger. Eines Tages stehe ich vor dem Richterstuhl des Ewigen und ich weiß, er spricht mich frei. Aber niemand glaubt ihm. Er wird zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt und nur wenige Wochen nach der entsetzlichen Tat hängt dann in Klarsichtfolie vor ihr ein anonymer Brief am verwaisten Garten der Familie K. Auf ihm ist zu lesen: War es vorauszusehen, dass all die Streitigkeiten eines Tages in Mord gipfeln könnten? Hätten wir alle, die wir die Aggressivität des Täters kannten, verhindern können, dass es so weit kommen konnte? Ein Gartennachbar.